Ja, grüezi miteinander hier bei Bademeister Holmes auf der Spur auf meinem Kanal Schwimmbad TV. Heute geht es mal nicht um das Thema Corona, Covid-19, um Abstandsregelungen, um Mundschutz, zumindest so bedingt. Wir sind auch heute nicht in einem Schwimmbad. Wir sind hier eingeladen in der Schweiz bei Swan, um uns die Fertigung und Produktion eines Photometers anzugucken. Ihr kennt ja das Spiel, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Denkt an die Glocke, abonniert den Kanal, damit wir auch weiterhin hier ganz tolle Beiträge liefern. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran, let's go! Grüß dich, André. Hallo, David. Servus, hi. Hallo. Ja, du hast uns hier schon einiges aufgebaut. Ja. Und ich bin schon ganz gespannt. Erstmal danke für die Einladung. Gerne, herzlich willkommen. André, Swan ist ja eine Schweizer Firma, die Mutterfirma. Mhm. Und du bist aber quasi in der Tochterfirma in Deutschland. Richtig. Also ich bin seit 8 Jahren in der Swan GmbH, Swan Analytische Instrumente GmbH in Deutschland angestellt. Bin da zuständig für den Vertrieb im Süden und Teile vom Westen. Okay. Und wir sind eben eine Tochtergesellschaft, eine vollwertige Tochtergesellschaft der Swan Analytische Instrumente in der Schweiz. Und wir sind für den Vertrieb und den Service der Geräte in Deutschland verantwortlich. Also speziell du bist jetzt auch der Vertriebsleiter im südlichen deutschen Raum? Richtig, genau. Also mein Team und ich, 3 Leute im Moment, wir sind die ersten Ansprechpartner für jeden, der in Zukunft mit uns zusammenarbeiten möchte oder schon zusammenarbeitet. Und wir verstehen uns als Ansprechpartner für den Kunden. Kundennähe ist bei uns eines der wichtigsten Themen. Die Basis ist sehr gute Messgeräte, wo die Schweizer einen tollen Job machen und uns immer wieder mit innovativen Produkten versorgt. Mhm. Und wir schauen dann einfach, dass wir bei den Kunden die Eigenschaften der Geräte vorstellen und die Kunden dann mit dem Gerät glücklich machen. Ja, das sieht man jetzt schon allein an diesen 2 Geräten hier. Das sind eure weiterentwickelten Winner-Running-Produkte. Mhm. Mhm. Wir haben einmal das Chematest 30 und das 35. Ja. Und was mir hier direkt auffällt, die Organisation in dem Koffer. Das sieht alles sehr wertig aus, es hat alles Hand und Fuß. Das ist, glaube ich, auch ein Produkt, das sehr viel Spaß macht. Ja. Ja. Ja, wir haben da immerhin fast 30 Jahre Erfahrung einfließen lassen. Wir sind viel in, wie du schon gesagt hast, Gesundheitsämtern, Schwimmbädern vertreten, arbeiten da auch eng direkt mit den Bademeistern zusammen, hören uns deren Erfahrungen, deren Sorgen, deren Nöte an und versuchen das dann in den neuen Produkten umzusetzen. Und vielleicht kann ich ja dann mit dem Review euch dann auch weiterhelfen, aber ich will jetzt gar nicht so viel darüber erzählen. Lass uns doch jetzt mal einfach die Produktion angucken. Ja. Und ihr seid natürlich auch mit dabei, also let's go. Ja, wir sind jetzt hier in der Fertigung und wir treffen Daniel Bach, den Produktionsleiter hier bei Swan. Mhm. Du zeigst uns, wie dieses Photometer zusammengebaut wird, was die einzelnen Produktionsschritte sind. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Also er nimmt das obere Gehäuse, setzt es in die Vorrichtung und dann wird die Leiterplatte, das Hirn dieses Messgerätes wird eingesetzt. Hier ist jetzt auch der Display verbaut. Der Display ist schon vorverbaut, ja. Damit wir hier bei diesem speziellen Arbeitsplatz so wenig als nötig Einzelteile haben. Also da gibt es gewisse Vorfertigungen, die wir schon extern oder in anderen Abteilungen intern hergestellt haben. Ja, also es wird alles von euch selbst hergestellt. Ja, außer den größten Teil. Mhm. Große Rien, wie zum Beispiel die Leiterplatte, die lassen wir bestücken extern, weil sie auch SMD bestückt ist. Mhm. Also das ist eine spezielle Bestückungsart der Leiterplatte. Mhm.
Okay. Und das können wir selber nicht mehr intern. Okay, jetzt kam gerade der Akku rein, habe ich gesehen. Der Akku kam rein. Jetzt nimmt er das Powerkabel, setzt es ein. Wir haben hier eine Schutzfolie auf dem Display. Ja. Er entfernt die Schutzfolie und klebt danach die Bedienfolie des Chematests drauf, damit der Display eigentlich geschützt ist, damit er nicht zerkratzt oder sonst beschädigt wird durch Schläge, wenn eine Schraube runterfällt, dass nicht ein kleiner Kratzer oder Hick. Ja, ist ja auch gegen Wasser geschützt und genau. Da muss der Kleber passen. Ne? Das sollte passen, weil sonst haben wir ein U-Boot, wenn da der Bademeister das testen möchte und das reinfällt, dann wäre es nicht mehr so gut. Ja. Jetzt geht er zum Optikgehäuse. Hier hat er schon gewisse Schritte vormontiert. Mhm. Wir haben hier eine spezielle Vorrichtung, die man auf drei Seiten bewegen kann. Kannst du das mal zeigen, Markus? Und zwar so, damit wir die Möglichkeit des Schraubens immer senkrecht haben. Ergonomie. Genau. Das ist so. Wir haben die kleinen Fotodioden haben wir schon vormontiert. Okay. Er setzt jetzt hier die Linse rein, bevor dann die Halterung für die Lichtleiter kommen. Okay. Wir setzen diese Lichtleiter dann beim Print ein. Okay. Und hier vorne kommt es da in die Vorrichtung, wird es eingesetzt und der nächste Schritt dann ist die Justierung dieses Lichtleiters. Mhm. Okay. Weil wir müssen hier das Licht je nach Länge des Lichtleiters kann es sein, dass es schärfer oder weniger scharf ist. Okay. Und um diese optimale Schärfe des Lichtpegels einzustellen, ich gebe dir das, müssen wir den Lichtleiter positionieren. Das macht er hier mit der Vorrichtung. Okay. Wir haben hier, bei dieser Vorrichtung haben wir zwei grüne LEDs, die eingeschaltet werden. Und dann kann er dementsprechend die Lichtleiter oder den Lichtleiter vorne so justieren, dass sie genau den optimalen Abstand zur Fotodiode haben, damit das nachher wirklich auch sehr scharf und präzise leuchtet. Ja, cool. Und jetzt kommen noch die Kabelverbindungen zur Fotodiode, die das Gegenstück bei den Lichtleitern ist, damit wir das Durchlicht eigentlich optimal messen können. Ja, genau. Okay. Also. Zack, zack, zack. Drehmoment ist voreingestellt. Genau. Wir sehen hier auch auf dem Bildschirm ist die Montagevorgabe. Was man hier jetzt gut sieht, ist dieses Teil, das ich auch quasi unten ausbauen kann zur Reinigung. Genau. Das finde ich auch ein ganz tolles Feature, weil bei vielen anderen Geräten kommt man auch ganz schlecht hin und man hat immer Angst, dass man den Sensor zerstört, beziehungsweise den Spiegel. Das finde ich ganz toll. Ja, ja, das ist die Verbesserung, sage ich mal, gegenüber dem alten Gerät. Da hatten wir wirklich nur eine kleine Öffnung, wo auch die Glasbehälter eingesteckt werden. Und da war es sehr schwierig, den Glaszylinder oder die Einheit zu reinigen. Ja. Hier haben wir sehr viel Platz. Das ist wirklich sehr optimal gestaltet so, dass man auch wirklich die Reinigung effizient machen kann. Kann ich dieses Bauteil auch in die Spülmaschine reinmachen? Können Sie ja. Ja? Ja. Super. Das Messgerät würde ich nicht reinlegen, weil... Da müssen wir dazu sagen, also nicht in die Waschmaschine das ganze Messgerät, sondern nur dieses Bauteil, wenn überhaupt. Ja. Es lässt sich aber auch von Hand sehr gut reinigen. Ja, ja. Also, wäre noch eine Optimierung fürs Handbuch. Ja. Nicht in die Waschmaschine stecken. Okay. Gut. Also zuerst wird natürlich die Firmware geladen. Die ist auch bei uns selbst entwickelt, selbst geschrieben. Okay. Wie die Hardware ist alles im Haus gemacht. Wie die Hardware, so die Software. Genau. Alles genau. Okay.
Und das passiert jetzt schon über Bluetooth? Das passiert jetzt schon über Bluetooth. Die Digitalisierung. Wahnsinn. So gut. So, und jetzt wird das Messgerät, die Software draufgeladen ist, wird überprüft. Das heißt, wir haben hier verschiedene Kalibrierdaten, die wir übernehmen, damit wir sehen können, ob die Messstrecke auch wirklich das hergibt, was sie muss. Der rote Strich ist quasi der Messwert, ja, und genau. Der Toleranzbereich ist der Block von oben nach unten. Genau. Ja. Okay. Ja, also das Gerät ist jetzt fertiggestellt. Hier das Zertifikat, da steht sogar der Markus drauf. Der würde jetzt hier noch seinen Servus drauf geben und dann kriege ich das persönlich von dir hergestellt, zu mir ins Bad geliefert. Saugeil. Ja, danke dir. Bitte gern geschehen. Für den Einblick, den wir kriegen durften, konnten. Genau. Ja. Ich freue mich, dass ich in Zukunft dieses Gerät verwenden darf. Und wenn ich mal was habe, dann rufe ich euch an, dann komme ich auf jeden Fall wieder vorbei. Gut. Ja? Also da freue ich mich drauf und ich wünsche auch viel Vergnügen mit dem Messgerät. Auf jeden Fall. Und wenn was ist, wir sind fast immer erreichbar. Außer sonntags, wie auch, ich erfahren genau, habe. Genau, sonntags ist so. Gut, ich danke gut. dir. Machen ich danke so. Dir. Ja, das Wuhan, ist gut. Genau. Markus, danke dir. Ja. Super geil. So, jetzt haben wir hier die Produktionslinie gesehen. Hier haben wir das Kema 30 zusammenbauen lassen vom Markus. Das ist jetzt das 35er. Und ja, ist doch sehr interessant, was denn hier alles für Details zusammenkommen. Aber im Endeffekt sieht man, dass auch hier die Produktion digitalisiert ist. Es hat alles Hand und Fuß und es läuft 1A prima. Und wir gehen jetzt nochmal raus zum André und der wird uns nochmal ein bisschen erklären, was in dem Koffer alles drin ist, warum, und lassen wir uns einfach noch überraschen. Also bis gleich. Ja, André, jetzt sind wir wieder hier. Aber jetzt lass uns mal hier über das Gerät sprechen. Ja. Erzähl uns mal was über die Eigenschaften. Ja, also grundsätzlich haben wir zwei Geräte. Einmal das Schematest 30 und einmal das Schematest 35. Der Unterschied ist der, dass beim Schematest 35 noch Sensoren angeschlossen werden können. Mhm. Die Photometer haben beide die gleichen Eigenschaften. Mhm. Ja? Ich nehme jetzt einfach mal das 35er. Das ist jetzt die Weiterentwicklung von dem Schematest 25. Das war das Vorgängermodell. Und die Weiterentwicklung von dem Schematest, das Vorgängermodell vom Schematest 30 war der 20er, genau. Weiterentwicklung der 30er. Ja. Ja. So, wir haben hier eben wieder die Kombination aus Photometer und Sensoren. Mhm. Mit dem Photometer lassen sich die, wie auch beim Schematest 25, bekannten Parameter, einfach alle Desinfektionsmittel oder auch Säurekapazität, ja, mit dem Photometer messen und dann eben zusätzlich mit den Elektroden pH und Redox. Habe ich hier beim Schematest 30, aber auch beim Schematest 35 immer noch die Möglichkeit, das Ganze auch mit den pH-Wert mit Phenolrot, wenn ich das möchte, genau. zu messen. Ja gut, André, was haben wir hier noch in dem Koffer drin? Also ich nehme es mal vorweg, was ich recht geil fand, ist diese Reinigungsbürste, die hier mit einem kleinen Magneten befestigt wird. Das ist einfach das Detail. Genau, auf die Details kommt es super genial. Wir haben hier das auch viel mit Nieten verbaut, die auch sehr hochwertig sind. Und es ist halt ein Magnet. Finde ich super gut. Ja. Sind sogar auch noch hier ein paar Tücher dabei. Brillenputztücher für die Küvetten sauber zu machen. Für die Küvetten. Dann ist mir auch noch aufgefallen, hier diese Klettverschlüsse. Richtig, die halten. Genau, die halten dann diese Blister. Mal gucken hier. Diese Blister, der Deckel gehört da noch zu, halten die dann hier drin. Ja? Mhm. Und dann habe ich hier kompakt alle Reagenzien, die ich brauche. Platz für insgesamt 10 Flaschen in dem Messgerät. Alles in allem muss ich wirklich sagen, ich bin von dem ganzen Tag heute echt fasziniert. Mhm. Wie rund und wie durchdacht und strukturiert das alles ist. Also hier Swan. Daumen hoch von meiner Seite. Vielen Dank. Macht auf jeden Fall weiter so. Ich mache ja noch das Review, also mit Unboxing, da wird alles dabei sein. Und da nehme ich das Gerät mal wirklich auseinander und schau mal genauer hin mit des Bademeisters Auge. Ja, wir sind gespannt auf dein Feedback und wir sind immer offen für Verbesserungsvorschläge.
Ja. Das ist toll. Immer her damit. Ja, ja. Also, dann danke dir für heute. Gell? Auch dir vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, bei dir aufzutreten. Ja. Ist uns eine Ehre. Und macht Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, super, coole Sache. Wuhan-Check, ja. Genau. Und für euch da draußen, es war wirklich ein cooler Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Nicht nur jetzt für diese Fotometer. Ich denke, wir haben jetzt auch mal vieles gesehen, was man so vielleicht nicht sieht. Bademeister Holmes war wieder unterwegs für euch. Diesmal in der Schweiz bei Swan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war's wieder mit einer weiteren Folge von Bademeister Holmes auf der Spur. Wir haben für euch noch ein kleines Gadget zusammen mit Swan, und zwar über den Bestellcode, den ihr hier oben findet. Und wenn ihr das Gerät oder eines der beiden Geräte bestellt, bekommt ihr von uns beiden noch ein Add-on mit drauf, ein Gadget dazu. Wir sehen uns in der nächsten Folge Bademeister Holmes auf der Spur. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Adieu. 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 Perfekt.